In diesem Video lernen Sie die Validierung mit dem Systemico-Modell kennen. Das Systemico-Modell ist ein zweidimensionales Raster, um Funktionalitäten einzuordnen. Die erste Dimension umfasst Nutzerziele. Was möchte dein Nutzer mit Hilfe des Produkts erreichen? Das könnte Nutzerziel A, B und weitere sein. Die zweite Dimension umfasst die verschiedenen Nutzerintensitätsstufen. Es existieren vier Stufen der Intensität der Nutzung. Das erste wäre Core, Kern. Bei Core werden die Grundbedürfnisse abgedeckt. Use, Verwendung. Use sind verbesserte Funktionen, die die Nutzerfreundlichkeit erhöhen. Engage, Einbinden. Engage-Funktionalitäten regen den Benutzer an, mit dem Produkt zu interagieren, zum Beispiel Bewertungen. Explore, Erkunden. Mit Explore-Funktionalitäten wird der Benutzer an das Produkt gebunden, zum Beispiel mit Hilfe von Personalisierung. Durch die Einsortierung in die verschiedenen Intensitätsstufen können die Funktionen priorisiert werden. Ein Beispiel. Ein Nutzerziel wäre der Austausch mit den Kunden. Folgende Funktionen werden definiert. Man möchte ein Forum erstellen, Themen auswählbar machen und Lerngruppen erstellen können. Forum könnte ich nun als Kernfunktion, Core-Funktion definieren. Ein weiterer Kundennutzen wäre, Themen auswählbar zu machen, und mit Lerngruppen kann ich eine Kundenkommunikation erzeugen. Mit dem Systemico-Modell wird bewusst auf die Art der Funktionalitäten geschaut. Die Durchführung von Kombinationen bei der Auslieferung erzeugen raschen Feedback von Kunden. So kann ich beispielsweise planen, wann ich was ausliefere. Ich habe hier beispielsweise eine Auslieferung geplant mit nur Kernfunktionalitäten, eine zweite Mischung und eine dritte Mischung. Hier noch die Zusammenfassung.